Christen sollen dem Evangelium dienen. Pro Christ heißt auch Botschafter für Christus zu sein. Ja, das ist einfach mal grundlegend wichtig. In 2. Korinther 5,20 heißt es, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Botschafter an Christi Stelle. Das bedeutet, dass wir jetzt an Christi Stelle, wo er zu den Menschen ging, dass wir zu den Menschen gehen und bitten sie, lasst euch doch versöhnen mit Gott. Ihr braucht Frieden mit Gott. Ihr braucht Rettung. Ja, eure Religion reicht nicht. Ihr müsst persönlich eine Liebesbeziehung haben. Wenn wir es nicht sagen, wer soll es ihnen sagen? Wir sind wieder herausgefordert. Pro Christ ist ja auch schön und gut, eine Woche Evangelisation, aber wenn die Christen, der Einzelne, nicht mehr evangelisiert, dann war die Woche auch unnütz. Weil die Menschen, wenn sie kommen, brauchen ja auch wirklich auch Lehrer und Unterstützung und Weisung. Ja? Und dafür müsste der einzelne Christ den anderen das einfach auch erklären können. Das ist wichtig und das ist wertvoll. Ja? Markus 16, 15 und 16. Jesus gibt einen Missionsbefehl an seine Jünger und all seine Nachfolgen der Gemeinde, auch an die Gemeinde Merzig, ja. Dann sagt er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Ja, auch nur für alle Übersetzungen. Jeder Kreatur das Evangelium, ja. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden, ja. Also hier lehrt Jesus ganz klar die Glaubenstaufe und nicht die Säuglingstaufe. Ja? Er sagt also ganz klar, wer glaubt, der lässt sich aus diesem Resultat seines Glaubens taufen. Das ist ein ganz einfacher Gehorsamsschritt. Ja? Und ihr kann nicht ein Baby machen. Ja? Und ihr kann schon nicht stellvertretend für ein Baby machen. Ja? Es muss einfach aus dem Glauben heraus geschehen. Der wird gerettet werden, aus dem Glauben heraus handelt. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Da muss schon Glaube zugrunde liegen, Gott zu Glaube bei den Menschen, okay? Wenn wir dann weiterlesen, ja, dem Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. Der Glaube wird immer bestätigt durch Zeichen und Wunder. Und da müssen wir uns fragen, erwarten wir überhaupt noch, dass Gott übernatürlich wirkt? Ja, Gitter hat eben schon gebetet, dass Gott sein Über darauf gibt, über das Natürliche. Ja? Das, was wir hier tun können, das sollen wir tun. Aber das, was wir nicht tun können, das muss Gott tun. Und das macht er gern, wenn wir sein Evangelium verkündigen. Ja? In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Das sind diese Zeichen. Wenn sich Dämonen manifestieren, im Namen Jesus raus, dann nehmen wir einfach im Gehorsam die Autorität, die uns als Gotteskinder verliehen ist. Ja, wir sind Erbe mit dem Sohn. Warum sollen wir dann nicht Dämonen austreiben können? Ja? Ihr dürft keine Angst vor ihnen haben. Die müssen Angst vor uns haben. Und das ist der normale Zustand. Ja. Leider haben Christen zu viel Angst vor diesen Dämonen. Ja? Jesus hat sie besiegt und wir können sie im Namen Jesus vertreiben. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift werden ihnen nicht schaden. Ja? Und Kranke, denen die Hände auflegen, werden gesund. Ja, Jesus, leider machen wir zu wenig. Ja, ich muss auch immer wieder sagen, leider, man hört sich Krankheiten an, das Krankheitsbild, und man schreitet oft nicht ein, komm, ich will beten für dich. Es gibt einen Gott, der heilt. Und das ist eigentlich die Erwartung, die Jünger Jesu eigentlich an sich stellen sollen. Ich will beten. Ich will beten für die Kranken und ich will glauben, dass ich einen Gott habe, der es machen kann. Ich kann nicht gesund machen, aber der Herr und der Geist Gottes in mir, der kann wirken, okay? Das ist schön, das dürfen wir immer wieder erwarten. Wir erwarten das, ja? Und wir ziehen die Stiefel der Bereitschaft an, ja, wie es auch im Zusammenhang mit der Waffenrüstung heißt. Und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Einzutreten, das heißt, ich bin selbst mal bereit zu beten, dass das Evangelium einen Lauf gewinnt. Herr, rette meine Familie, rette mein Umfeld. Ja, wie Magda diese schönen Zeugnisse gehabt hat, wie es auf der Arbeitsstelle, in der Schule, wie der Herr dort wirkt. Ja? Aber er wirkt nur, wenn ich ein Gebet habe, wenn ich die Bereitschaft habe, ich will für das Evangelium, ich will für Jesus einstehen, ich will für Jesus Botschaft sein.
Ich will das Evangelium weitergeben. Ich will von Jesus reden, der heilen kann. Das ist eine Grundhaltung, die Gott in uns als Bereitschaft sucht. Und die müssen wir haben. Ja? Also zieh die Stiefel der Bereitschaft an, bete für das Evangelium und sei alle Zeit bereit zu springen. Wenn der Heilige Geist den Impuls gibt, jetzt rede über Jesus, rede über das Wort, rede über seine Werte, rede, verteidige sein Wort, stehe ein für sein Wort. Dann schweigst du nicht mehr, sondern du springst. Der Heilige Geist ist bereit auf die Impulse des Geistes, also der Heilige Geist macht uns bereit. Er gibt uns Impulse, aber wir müssen springen. Wir müssen, jetzt sage ich was, jetzt schweige ich nicht mehr, jetzt stehe ich dazu, jetzt bin ich bereit dafür einzutreten, okay? Stiefel der Bereitschaft. Es ist manchmal eine Gefahr, dass wir dienen, um vielleicht Anerkennung zu finden, ja? Dass wir dienen, um geliebt zu werden, ja? Dienen, um geliebt zu werden. Interessant, was Jesus hier zu Petrus sagt, in Johannes 21, 15 bis 22, ja? Wo Jesus hier dem Petrus und auch den Jüngern, die dort am Fischen waren, ja, am See Tiberias, und Jesus begegnet diesem Petrus da das erste Mal nach der Auferstehung. Ja? Er ist ihm da begegnet und er hat ihnen da mal was zu essen gemacht. Er hat ein Frühstück bereitet, wo sie da nachts am Angeln waren, am Fischen waren. Ja? Aber die sind, was er da drin sagte, ja, hast du mich lieb, dann weide meine Schafe. Ja? Hast du mich lieb? Wenn wir Gott lieben, dann lieben wir auch seine Gemeinde. Dann lieben wir sein Reich. Ja? Und dann tun wir es nicht, um Anerkennung zu finden. Ja? Wir tun es auch nicht nur, da ist Ehrgeiz drin, Konkurrenzdenken, Anerkennung suche ich. Ich suche vielleicht sogar Selbstdarstellung. Es ist eine Gefahr. Genauso ist es eine Gefahr, ja, ihr fragt, da hast du mich lieber. Und dann sagt auch Petrus an einer Stelle, auch im Zusammenhang mit Johannes, was wird mit diesem, was ist mit diesem da, ja, man vergleicht sich mit dem anderen, ja, man vergleicht sich. Das sind so einige Dinge, die dann dazu führen können, dass wir kontrollieren und manipulieren, das ist eine Gefahr, ja. Also diene nicht nur deswegen, um anerkannt zu sein, sondern diene aus der Liebe zum Herrn, okay? Diene aus der Liebe zum Herrn, denn er hat uns erlöst, ja? Und dafür ist auch Gemeinde Jesu da, ich komme zum Schluss, ja? Die Gemeinde Jesu ist dazu da, das ist unsere Bestimmung. Erstens mal, wir sind zur Anbetung berufen, Johannes 4, 23 und 24, ja? Die Gott anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und solche Anbeter sucht der sucht Gott. Und hier, wir sind zweitens zur Gemeinschaft berufen. Ja? Koinonia, ja, Gemeinschaft. Apostelgeschichte 2,42, die waren zusammen täglich im Brotbrechen, in der Gemeinschaft und im Gebet und in der Lehre der Apostel. Ja? Das ist einfach, dazu ist Gemeinde da. Und drittens zum Dienst, ja. Weil Jesus uns erlöst hat, sind auch wir bereit, ihm zu dienen. Ja, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und weil er mich erlöst hat, diene ich ihm aus Dankbarkeit. Viertens ist auch die Verkündigung, ja, in der Lehre der Apostel, dass das Wort Gottes wieder in Wahrheit verkündigt wird. Dazu ist Gemeinde da. Und dazu soll Gemeinde wirken. Und so wirken wir auch in die Stadt hinein, in unser Umfeld hinein. Das ist unsere Bestimmung. Ja, heute haben wir uns lange darüber unterhalten, was ist unsere Bestimmung als Gemeinde? Wie können wir da noch besser den Menschen dienen, okay? Wie können wir noch besser da reinkommen? Ja? Und wir sollen das Evangelium in Liebe verkündigen. Das Evangelium in Liebe zu den Menschen bringen. Wenn wir dieses Love so sehen, liebevolle, offensive Verkündigung des Evangeliums. Ja, dass es aus Liebe geschieht. Weil Jesus uns errettet hat, wollen wir seinen Auftrag ernst nehmen. Gehet und machet zu Jüngern. Das ist uns nicht egal, wenn Jesus uns das sagt. Wenn Jesus uns sagt, gehet und verkündigt das Evangelium, dann macht das der Pastor. Dann macht er vielleicht noch ein Ältester oder noch zwei, drei in der Gemeinde.
Und dann hat es sich. Oder wir machen einmal Dio pro Christ, ne? Und dann hat es sich. Du, das ist nicht das, was Jesus gefällt. Geht, macht alle zu Jüngern. Ja? Verkündigt das Reich Gottes. Jesus ging immer. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Evangelium ist eine frohe und freimachende Botschaft. Okay, das war es jetzt einfach. Diese drei Punkte will ich uns nahe bringen. Ja, habe ich uns hier jetzt nahe gebracht. Okay, ja, und jetzt lass uns aufstehen. Und ich will uns auch einfach diese drei Fragen stellen. Weil der Herr fordert uns immer wieder heraus. Und pro Christ, das heißt auch für Christus zu stehen. Für die Christen zu stehen. Als Christen eine Einheit zu sein, die sich einander ermutigt, die sich einander unterstützt, die einander hilft. Einander, füreinander, miteinander. Ja? Das trägt es alles in sich. Ja? Also kannst du diese Fragen beantworten. Willst du wirklich mit Jesus gehen? Dann heb bitte deine Hand. Dankeschön, der Herr sieht's. Willst du mutig für seine Wahrheit, auch für sein Wort einstehen? Dort, wo der Herr dich hingestellt hat. Deine Arbeit bei deinen Mitmenschen. Ja? Hör auf zu schweigen. Ja? Fang an, den Herrn und seine Wahrheit zu bekennen. Und es hat seinen Preis. Manchmal hat es seinen Preis. Sie werden vielleicht auch spotten oder lästern über dich. Aber Jesus ließ sich anspucken für dich. Er ließ sich verspotten und verhöhnen für dich. Ja? Also kannst du das auch bejahen, dann hebe auch deine Hand. Drittens, bist du bereit, dem Evangelium zu dienen? Willst du ein Botschafter der Versöhnung sein? Bist du bereit, dem Evangelium ja, auch eine wichtige Stelle in deinem Leben zu geben? Und dann bejahe das auch einfach mit deinem Handzeichen. Der Herr sieht es und ich will dafür beten. Vater im Himmel, ich danke dir so, dass du es bist, der uns so sehr geliebt hast, dass du uns deinen eingeborenen Sohn Jesus Christus gesandt hast. Du hast ihn gesandt, dass wir nicht gerichtet werden, sondern dass wir gerettet werden, Herr. Dass wir von dem Gericht herausgenommen werden, Herr. Dass wir hineingesetzt werden in dein Licht. Vater, ich danke dir so und wir wollen, Herr, das wirklich verinnerlichen. Wir wollen mit dir gehen, Herr Jesus. Wir wollen wirklich mit dir gehen und wollen mit dir wandeln. Wir wollen nicht mehr alleine laufen. Wir wollen das nicht irgendwie um Gottesdienst begrenzen, sondern wir wollen jeden Tag mit dir gehen. Für dich zu gehen, für dich zu stehen, für dich Botschaft zu sein. So mach uns mutig und stark. Heiliger Geist, wir bitten dich um Vergebung, wo du uns, wo wir dich betrübt haben, wo wir einfach geschwiegen haben, wo wir einfach auch nichts mehr gesagt haben, wo wir für deine Wahrheiten nicht eingestanden sind, Herr. Vergib uns, wo wir wirklich da versagt haben. Mach bitte einen Neuanfang mit uns, dass wir mit dir zusammenlaufen, Heiliger Geist. So segne jeden Zuhörer mit einem bereitwilligen Herzen, ja, die Stiefel der Bereitschaft anzuziehen, die Jüngerschaft anzustreben, geistliche Reife anzustreben, geistliches Wachstum anzustreben. Vater, so segne uns in dem wunderbaren Namen Jesus, dieser Ehre. Okay, machen wir noch das nächste Bild. Wichtig ist, dass wir als Christen Vorbilder sind. Ja? Das ist mal ganz wichtig. Ja? Wir müssen auch wirklich des Evangeliums leben. Ja? Das ist ein bisschen krass, wenn der Vater ein bisschen dicke Bauch hat. Kriegt der Junge vielleicht auch einen dicken Bauch. Das ist aber oftmals so. Das ist oftmals so, weil man guckt sich das bei anderen ab. Ja? Aber wir haben die Verantwortung, als Christen würdig des Evangeliums zu leben. Das heißt, Sünde aus unserem Leben rauszuschmeißen. Das, was nicht zu uns gehört, was dem Herrn nicht gefällt, das wirklich auch wegzutun. Ja? Okay? Wegzutun und rauszuschmeißen aus unserem Leben. Und dann ist pro Christ jeden Tag. Ja? Pro Christ ist das ganze Jahr, jeden Tag, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Immer für Jesus zu stehen. Und dazu segne euch der allmächtige Gott. Amen. Amen.